Moin moin und herzlich willkommen zurück zu Gothic 2. So, ich habe mir gerade zwischen der letzten und dieser Folge überlegt gehabt, wir haben ja die Banditen an der Brücke geschafft gehabt zu schlagen, zu besiegen. Vielleicht können wir jetzt auch die Banditen da am Leuchtturm schaffen, zu besiegen. War doch hier der richtige Weg, oder? Ich glaube, das war der richtige Weg. Ich höre hier andere Viecher. Achso, Wölfe. Wölfe gehen noch. Da ist eine Wolfshöhle, glaube ich, oder eine andere Höhle. Da gehen wir einmal rein, aber speichern auch vorher. Und je nachdem, ob wir den Leuchtturm jetzt befreit kriegen oder nicht, machen wir uns danach auf den Weg in. Ich dachte, hier wäre noch ein Wolf. Ich hoffe, hier sind jetzt keine Jetzt Untoten. bist du dran. Ah, hier sind ganz normale Banditen. Okay. So. Nein, komm. Nice. Das haben wir geschafft. Nehmen wir alles mit, was die haben. Alter, wie viele Pfeile? Und Dietrich auf jeden Fall. Haben die gut mit was dabei? Und Wein. Ja, das geht auch. Aber keine Milch, nur Fisch und Gold. Nein, weg. Weg von der Truhe. Nicht ins Feuer laufen. Okay, das war jetzt eine ganz normale Banditenhöhle, aber wir müssen jetzt nochmal. Was? Das gibt nur drei. Egal. So viel Bier brauchen wir nicht. Dann trinken wir das eben einfach mal auf. Gucken, wie schnell wir geheilt werden. Werden wir jetzt auch ein bisschen betrunken dadurch? Wir haben jetzt, ich glaube, das waren 13 Krüge. Komm, den Wacholder können wir auch noch auftrinken. Ja, komm. Dann sind wir die auch zumindest mal ein bisschen losgeworden. Dauert halt jetzt noch ein bisschen, aber ja, die Flaschen, das sind ja. Ja, komm. Den letzten Trick kriegst du auch noch hin, ne? So, und dann Fisch. Das ist schon ein Riesenfisch. Die snackt einfach mal so weg. Und das können wir dann auch nochmal speichern, weil wir geschafft haben, die zu besiegen, zu bekämpfen. Dann gehen wir hier mal weiter. Ist doch der richtige Weg hier zum Leuchtturm, oder? Oder müssen wir da lang? Ich glaube, wir müssen eher in die Richtung. Wir werden gleich von irgendwas bestimmt überrascht. Ich höre schon Orks. Ja, ich höre die Orks. War keine gute Idee, hier lang zu laufen. Dann ergreife ich mal so schnell es geht die Flucht hier. Nein! Weg! Nein!
Scheiße. War keine gute Idee. Das war keine gute Idee, hier entlang zu laufen. Gut, wir gehen den Weg hier wieder zurück. Ah, herrlich. Ja. Dann müssen wir halt runter, um dann wieder hochzugehen. Wir haben wenigstens gespeichert, als wir die erledigt hatten. Hier ist der Weg runter. Dann müssen wir hier vor Corinnes den Weg rechts entlang. Ich glaube, das macht am meisten Sinn. Ich glaube, der sicherere Weg hoch zum Leuchtturm. Und da probieren wir es jetzt erst einmal aus. Ob wir mittlerweile stark genug sind gegen die Banditen, die oben sind, die mit Pfeilen auf uns auf jeden Fall alle ballern. So, den Jude will ich jetzt aber nicht als Hilfe holen, weil bei Diego hatten wir auf jeden Fall Erfahrungspunkte bekommen, wenn der was erledigt hatte, gekillt hatte. Aber bei dem anderen da hatten wir jetzt keine Erfahrungspunkte bekommen dafür, dass wir mit ihm die Snapper erledigen sollten. Dann gehe ich lieber jetzt hier hoch. So, ich rück mal auch ein bisschen näher. Und dann schauen wir mal, wie gut wir jetzt hier gegen die ankommen. So, da sind sie. Ich speichere jetzt hier noch einmal. Dieses Mal muss das klappen. Das sind ja 3 Leute Minimum. Jetzt bist du dran. Halunke. Das war's für dich. Penner. Okay. Die sind doch ein bisschen stärker. Aber vielleicht können wir einen anlocken. Ich mach dich fertig. So. Die kommen nicht hinterher. Entschuldigung. Noch einmal. Der kommt wenigstens. So. Alter, was? Ist schon heftig. Das ist heftig. Die sind doch stärker, als ich gedacht hatte. Ah, nein. Haben die mich doch irgendwie getroffen. Okay, lassen wir das mit denen. Die sind doch zu stark. Ja, dann gehen wir wieder runter. Irgendwo müssten wir doch das mit diesem, mit der Quest hier, mit den Quests erledigt kriegen. Wir haben ja noch so viele. Die Vermissten, Bospas Bogen. Bospar wurde einen Bogen gestohlen. Der Dieb ist zum Hafen gerannt, aber dort ist er entwischt. Die Miliz hat das Hafenviertel durchsucht, aber nichts gefunden, obwohl der Bogen noch irgendwo in der Stadt ist. Wo sind die vermissten Leute? Sowohl Hafen, ja. So. Banditen Jacks Leuchtturm schaffen wir noch nicht. Banditenüberfälle. Park und der Waffenhändler wurde vor der Stadt von Banditen ausgeraubt. So, wahrscheinlich haben die Banditen Kontakt zu einem Hehler in der Stadt. Bei Lord Andre ist ein Kopfgeld auf den Hehler ausgesetzt.
Ich habe eine Vermutung. Wir haben ja da am Hafen irgendwann mal eine Tür gesehen gehabt, als wir zu diesen einen Piraten da hingegangen sind. Und die Tür hatten wir ja, ich glaube, hatten wir ja nicht aufgekriegt gehabt oder nicht mal versucht. Würde ich das da trotzdem mal versuchen? Vielleicht ist das der Versteck. Jetzt, wo wir hier wieder in Kurines sind, können wir da mal reingehen und gucken. So. Und ab nach unten. Da hinten war das ja, irgendwo die Tür. Und da würde ich dann mal reingehen wollen. Kommen wir von hier auch wieder hoch oder müssen wir wirklich bis außenrum dann schwimmen? Ne, wir müssen außenrum schwimmen. Aber da ist ja die Fackel, also ist da auch die Tür. Ich speichere noch einmal, bevor wir da reingehen oder versuchen reinzugehen. Passiert uns was, wenn wir ins Wasser springen? Nein, hoch. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay, das klappt so nicht. Der Insel waren wir auch schon. Bitte mal gucken, ob wir hier auf die Inseln, die da hinten sind, auch nochmal hin können. Ja. Oder die da. Aber wir können... Das ist schon das Schnelle. Hat er hier vielleicht auch irgendwas Neues für uns? Wir kommen ja gerade nicht wirklich weiter. Weil uns Skill fehlt. Wie hieß der Dude hier nochmal? Skip. Wir können aber auch das hier mal wieder benutzen. Dann haben wir wieder ein bisschen Fleisch gebraten. So, Skip, hast du was Neues? Nö. Skip hat nichts Neues bei uns. Und die Insel kommt mir auch interessant vor. Und hier rum sind wir auch noch nie gelaufen. Da oben ist auch schon der Leuchtturm, okay. Jetzt bin ich neugierig, was es hier hinten gibt. Werden wir von irgendwelchen Fischen angegriffen? Was gibt's denn hier? Hier können wir nicht hoch. Gut, wir gehen aber mal auf diese Steininsel, gucken, was es da gibt. Falls es hier überhaupt einen Weg hoch gibt. Oh. Hier ist ein kleiner Durchgang. Ah, okay. Ich würde aber gerne sehen, wo ich hinschwimme. Ich würde auch gerne nach unten gucken können. Nee, der guckt immer nur nach geradeaus. Man kann, also ich kann zumindest nicht die Kamera unter Wasser bewegen. Können wir eigentlich auch zum Festland schwimmen?
Also ist eine nicht keine ernst gemeinte Frage jetzt mit dem Festland. So, auf der Insel waren wir schon mal. Ich glaube schon, dass wir da schon waren. Was hat das eigentlich mit diesem Schiff auf sich? Sieht nicht so aus, als gäbe es hier was. Außer Fisch? Nein, das wollte ich jetzt nicht. So, das wollte ich. Den Fisch mal mitnehmen. Habe ich den anderen auch schon mitgenommen? Stimmt, hier waren wir doch schon mal. Hier gab es auch Warane, oder? Ja, hier. Wenn ich was sehen könnte, wäre super. Ah, nice. Wir können die ausbeuten mittlerweile. Jetzt brauche ich aber wieder ein bisschen Leben. Den Fisch können wir essen. Dann haben wir hier die Waldbeere und Heilpflanzen. Gibt es hier wahrscheinlich noch mehr Warane? Da ist noch einer. Ja, komm. Komm, mein Süßer. Da sehe ich eine Steinplatte. Die nehmen wir mit. Und da vorne war noch ein Varan. Du kommst hier, wo ich dich sehen kann, ja? Ja, komm. So, und nochmal ein bisschen Buddlerfleisch essen. Und Dunkelpilze. So, Heilpflanze. Und speichern, bevor wir da reingehen. Also hier weiter reingehen. Da sehe ich eine Höhle. Oh, okay, das habe ich jetzt nicht geahnt, dass hier einer drin ist. Jetzt brauche ich eine Fackel. Fackel, Fackel, Fackel. Da. Ja. Super gelaufen. Laufe ich genau in die Falle rein. Aber gut, da drinnen ist direkt ein Varan. Ja, komm, mach ihn fertig. So, Fackel wieder ausrüsten. Da. Und bevor wir gleich in die Falle da reingehen. Da haben wir sie. Speicher einmal. Um zu schauen, ob wir schnell durchlaufen können, ohne abgestochen zu werden. Nee.
Ja, das wird so nicht funktionieren. Vielleicht müssen wir langsam durchlaufen. So, die Fackel wieder. Okay, langsam funktioniert auch nicht. Springen! Funktioniert so auch nicht. Okay. Und springen. Ich habe gesagt springen. Ich habe auch auf die Taste gedrückt. Was soll denn das? Ich will hier rein. Ich will hier durch. Da gibt's so viel Schönes. Nee. Fackel. Warum springen? Okay, das funktioniert so nicht. Ah, okay. Silberkelch. Truhe. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Goldener Kerzenständer. Zu weit entfernt. Nee, wie war denn das? Wie ging das nochmal mit den Zehnerschritten? Ich traue mich jetzt nicht hier durchzu. Wir lassen das. Die Höhle lassen wir mal in Ruhe. Hier kommen wir nicht weiter. Dann gehen wir hier wieder raus. Hier liegt noch eine Steintafel. Gibt schon viele Steintafeln. Wir kommen hier auch gerade gar nicht weiter. Wir finden die Vermissten nicht. Wir finden den Dieb nicht. Jetzt müssen wir auch noch den ganzen Weg dahin zurückschwimmen. Gleiten hier einmal runter. Wir kommen gerade echt nicht weiter. Ich weiß jetzt nicht, was ich machen soll. Ich glaube, wir schwimmen lieber dahin zum Strand. Da kommen wir am ehesten wieder hier an. Also, ich denke, wir müssen irgendwie einen anderen Weg finden, schnell in die Burg zu kommen. Es gibt ja so einen Trank hier, damit man rennen kann. Dass ich den vorher vielleicht kaufe, sammle, wie auch immer. Und dann benutzt man den Orks hier vorbeizurennen, um in die Burg zu kommen. Ich glaube, das wäre sinnvoller, am sinnvollsten, wenn ich das machen würde. So, aber jetzt gehen wir erstmal die Nacht hier hinter uns bringen. Gehen wir mal ins Bett. Und dann schauen wir mal, wo wir hier einen Schnelligkeitstrank organisieren. Oder ein paar mehr. Wie viel Geld haben wir? 955. 955 Gold. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Ich glaube. Ich glaube, hier sind wir falsch abgebogen. Um ins Bett zu gehen. Ja, wir sind hier komplett falsch abgebogen.
Hier sind wir richtig. So, Harad und Ding sind noch... Ne, die wollen jetzt auch schlafen gehen, okay. So. Bis zum nächsten Morgen, genau. Dann einmal zum... Ja, zum Alchemisten, der ist ja hier. Konstantino. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Die göttliche Kraft der Gestirne, Knochen eines Goblins, reines Mana, reine Lebensenergie. Zur Herstellung eines mächtigen Trunks, zur Anwendung ist das Wissen über Elixiere der Heilung erforderlich. Feldknöterich. Ein Flügel. Laborwasserflasche. Bergkristall. Irgendjemand muss hier doch bestimmt... Da ist ein Buch. Den ich nicht lesen kann. Einer muss doch so einen Geschwindigkeitstrank haben. Hat er, Matteo, hier ein... Zeig mir deine Ware. Ne, nur Heiltränke. Warum aber kein... Ein Trank der Geschwindigkeit, irgendwie sowas in der Richtung. Ich habe was anderes gehört. Er vielleicht? Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Aber ihm kann ich jetzt mal die Dingens hier verkaufen. Hier, Krallen. Und das Fell. Wer ist eigentlich nochmal Olaf? Wir haben ja seinen Beutel. Warte mal. Tom. Bei ihm können wir Schlösser knacken lernen. Stimmt, da war ja was. Was ist denn eigentlich hinter dieser Tür? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Dafür müssen wir auch noch einen Schlüssel finden. Verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht, auf das er den Wirken Belias. Hat er vielleicht so einen Karagon? Noch einen Trank? Zeig mir deine Ware. Nee, hat er nicht. Dann gab es doch da hinten auch irgendwo im... Arbeiterviertel, sage ich jetzt mal. Jemanden, für den wir auch eine Quest gemacht hatten, der hat doch bestimmt Geschwindigkeitstrank. Komm, gehen wir hier rum, geht schneller. Hier der eine Dude, der hier irgendwo ist. Nicht Karl, sondern hier da drinne. Ignaz, genau, Ignaz hieß er. Zeig mir deine Ware. Zeig mir deine Ware. Hier, das, genau, 200 kostet's. Nehmen wir zwei Stück. Zur Not. Dann würde ich die auf jeden Fall benutzen wollen. Im Orklager. Im Orklager, in der alten Mine. In der alten Kolonie. Und dann beim nächsten Mal rennen wir vielleicht da durch. Aber ich würde mich jetzt für diese Folge wieder mal verabschieden. Ich mache jetzt einen kleinen Break. Muss ja gleich noch ein bisschen streamen, 18 Uhr. So am heutigen Tag meine ich jetzt. So, ihr kriegt das ja auch eher um 20 Uhr mit, diese Folge. Und ist auch schon jetzt wahrscheinlich, wenn diese Folge rauskommt, ein paar Wochen her. Ein, zwei Wochen. Aber ja, dann vielen Dank, dass ihr wieder mit dabei wart. Ich bin's, euer Max Deus. Bleibt schmutzig und ciao.